Hey Leute, auf lasoderso.de gibt es zurzeit ein mega cooles Gewinnspiel. Falls ihr mitmachen wollt, könnt ihr ganz, ganz gerne mal auf lasoderso.de vorbeischauen und einfach nur dieses Plüschtier-Bundle vorbestellen. Falls ihr das vorbestellt, habt ihr nämlich die Möglichkeit auf viele, viele coole neue Sachen. Ihr könnt nämlich unter anderem eine handsignierte Xbox One S von mir gewinnen, eine coole Gaming-Maus, eine Tastatur und sogar Minecraft-Codes für den PC, Leute. Auf jeden Fall auf lasoderso.de vorbeischauen, einfach das Ding hier vorbestellen und falls ihr das tut, habt ihr die Chance auf viele coole Gewinne und ich würde sagen, jetzt ab dafür mit dem Video. Und vergesst nicht, Leute, ich habe einen neuen Zweitkanal aufgemacht, auf dem jeden Tag neue coole Roblox-Games kommen. Ihr findet den Link dazu in der Videobeschreibung. Geht auf den neuen Kanal, abonniert und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen, Leute. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Hallo, 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 hallo. Warum bin ich unsichtbar? Okay, lol. Was geht ab, Leute? Willkommen hier zurück zu einem weiteren Minecraft-Video. Freunde, ich bin unsichtbar und die Rüstung, die ich trage, ist keine Schokolade, okay? Es ist keine Schokolade, sondern es ist Kacke. So, kann ich hier kurz zeigen? Es ist einfach Kacke. Es ist eine Kacke-Rüstung. Was zur Hölle, oder? Okay, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Wir werden heute, wie ihr schon am Titel gesehen habt, ein kleines bisschen rumexperimentieren mit verschiedenen TNT-Sorten. So ein ähnliches Video habe ich schon mal vor längerer Zeit gemacht, aber es wurde jetzt nämlich neu hier Sachen hinzugefügt. Update. Update, okay? Es wurde geupdatet und irgendwie bin ich ab und zu mal unsichtbar. Seht ihr das? Ich bin der Geist der vergangenen... Jetzt bin ich nicht mehr unsichtbar. Der Geist der vergangenen Kackrüstung. Woohoo! Genau, Leute, wir werden auf jeden Fall heute ein kleines bisschen was wegspringen. Und ihr habt es jetzt auch gerade gesehen, ich bin jetzt deswegen im Game-Mode, damit das Ganze hier funktioniert. Und wir das Ganze hier machen können. Und ich habe hier nämlich neue Mods hinzugefügt. Und die werden mega cool. Und deswegen rede ich jetzt auch so komisch. Und so viel dazu. Hier haben wir nämlich More Explosive Dynamites. Dynamites haben wir hier. Da gibt es hier nämlich so ein Dynamit mal 10. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so krass. Oh. Alles klar. Doch, es ist schon ziemlich heftig. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier... Also man kann echt richtig viele hintereinander zünden. So, hier noch mehr, 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 mehr. Komm schon. Ja. Yeah! Große Explosion. Ja. Yeah! Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Ja, cool. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz nices Teil. Lass mal ein bisschen weiter gucken. Wir haben hier nämlich auch noch... ein paar mehr TNT-Sorten hinzugefügt. Also ich habe hier jetzt mal wirklich volles Programm runtergeladen. Hier, Chaotic Bomb. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, wie man die zündet. Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz herausgefunden. Aber hat wahrscheinlich auch schon so seinen Grund. So, Teleporting Dynamit. Okay, werfe ich mal dahin. Ach. Ach so. Das teleportiert sich einfach random irgendwo hin. Ah ja. Oh. Okay. Ist schon ziemlich stark. Plopp, wenn es unten ankommt, dann verschwindet. Also, das ist irgendwie echt ein bisschen dumm. Was ist das hier? Mob-Teleporter? Hole Dynamite? Was ist das? Was macht das? Oh, 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 oh mein Was? Was? Junge! Das ist ja sau nice. Hä, warum habe ich das nicht auf meinem eigenen Server? Ist doch voll cool. Bam! Bisschen mal da, bisschen davon. Oh, jetzt geht's hier. Oh, Junge! Ich glaube, ich muss den Sound mal ein bisschen leiser drehen, Leute. So ist, glaube ich, jetzt ein bisschen besser. Alter, das ist sau nice. Das geht ja bis zum Bedrock runter. Komplett, tutto completo. Stark, starkes Ding. Fake Dynamit? Was macht das? Ach so, okay, das tut... Okay, ja. Sagt der Name ja auch schon eigentlich. Sanddynamit, Snow, Cake Dynamite, Dirt, Lava, Water, Death Trap? Okay, das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Hä, voll geil. Ich hätte nicht gedacht, dass der Mod so nice ist. Hä, ist ja echt voll cool. Mal hier, was ist hiermit? Oh! Was? Und da kommt man dann einfach nicht mehr raus? Cool. Stark. Starke Sache. Sanddynamit, was bringt das? Ja, einfach eine richtig hässliche Sandburg. Ein Kuchen! Juhu, Kuchen! Wie kann man das craften? Das ist ja sau witzig. Guck mal die Welt jetzt einfach gleich an. Achtung. Blub, 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 blub. Oh nein. Was mache ich hier schon wieder? Warte, lass mal einfach so einen riesen Kuchenberg hier machen. Seht ihr das? Das stapelt sich einfach so komplett nach oben. Ein Riesenkuchenberg! Juhu, ich liebe Kuchen, deswegen möchte ich so viel Kuchen. Ach, egal.
Gut, also nicht gut. Was habe ich hier gerade getan? Das ist einfach ein riesen Kuchenberg. Dann lass mal gucken. Wir haben hier noch Ghostly Dynamite. Keine Ahnung, was bringt das? Sag mal her. Ah, okay, das ist einfach unsichtbar, aber macht trotzdem Schaden. Troll. Wow. Also das ist nicht mal unbedingt stark. Thunder Dynamite, das ist auch cool. Oh mein Gott, was? Oh mein Junge, ich bin Thor. Ist es Thor mit den... Ich glaube schon, oder? Mit den Blitzen. So, was ist das hier? Okay. Hey, cool. Ja, geil. Also gibt auf jeden Fall hier eine ganz schöne Menge, die man ausprobieren kann. Aber ich würde sagen, wir verschwenden jetzt nicht mehr so viel Zeit hierbei und gehen mal kurz hier rein. Wir haben hier nämlich übel die kranken Sachen. Übel, übel kranke Sachen, Leute. Hier haben wir TNT mal 20 ist das hier. Lava-TNT ist Quatsch. Lass mal irgendwas richtig Krankes. Das da. Plus mal 200 TNT. Das da nehmen wir auch mal raus. Was ist denn Gravenational? Airstrike, das ist dann wahrscheinlich von oben. Wrath of Zeus TNT. Okay, brauchen wir nochmal Fire. Flint and Steel brauchen wir nochmal. Mann, ah, Flint. Flint. So. Ja, da sind einfach jetzt Pilzkühe gespawnt. Okay. Wollen wir die mal wegsprengen? Ja, lass sie mal kurz wegsprengen. So. Zack. Und? Ach, was ist da gerade passiert? Was? Junge! Oh mein Gott, ich habe gerade gedacht, mein Spiel stürzt ab. Junge! Ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Was in drei Teufel? Das will ich jetzt nochmal sehen. Oh mein Gott, wie krank sieht das denn aus? Yo! Ist das krank? Oh, das ist ja absolut krass. Wow. Gravenational, dann haben wir mal den da. Oh. Ach, da wird man rangesaugt. Ich kann nicht weg. Ich komm. Oh. Ja, das ist auch nice. Aber wie weit saugt das? Das frage ich mich. Ja, okay, gut. Ich kann nicht entfliehen. Das geht nicht. Hallo. Na? Schön, schön warm hier, ne? Hab grad gepupst. Das ist eine tolle Sache. Oh, und da fliegst du jetzt. Cool. Und das war's. Okay. Also, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Da gibt's auf jeden Fall noch nicere. Müssen wir das hier probieren? Hier hinten verstecken. Low, was ist das? Lass mal hier, warte. TNT. Lass mal langsam anfangen. Worldbuster. Airstrike, Physik, TNT, Gravel, Black Hole. Oh oh. Oh mein. Ich glaube, das hätte ich nicht zünden dürfen. Mach's weg. Mach's weg. Habt ihr das gerade gesehen? Das wurden alle... Es werden hier alle Dings... Oh, Mann. Oh, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. Alter! Wann geht es wieder weg? Geht es wieder weg? Ich glaube nicht mehr. Oh, ich glaube, ich habe die Welt kaputt gemacht. Ja! Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal so unkommentiert. Die Welt ist kaputt, okay? Das war's. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Gut, Freunde. So, wir haben jetzt hier nochmal Chunkbuster. Den wollte ich auch nochmal ausprobieren. Wo ist er hin? Oh. Das ergibt Sinn. Es ist hier ein kompletter Chunk weg. Lol. Okay. Dann lass mal gucken, wir haben hier TNT mal 200, wir haben jetzt auch das mal 1000. Lass die hier mal ausprobieren noch. So. Dann machen wir mal 100, so. Da. Also keine Ahnung, was Shulker TNT bedeutet, aber es sieht halt übelst crazy aus. Okay, wir warten. Okay, das zündet ganz schön lange. Au! Oh, es lässt alles fliegen im Umkreis, cool.
Okay, das sieht echt voll abgefahren aus. Irgendwie, als werden die so hochgebeamt von Aliens oder sowas. Schon witzig. Ja. Wie lange habe ich den Levitation? 14 Sekunden. Gut, wir können mal gucken. Eigentlich können wir jetzt hier mal den 20er TNT zünden. Und danach direkt im Anschluss den... Boah, was? Das ist schon ein 20er? Das war schon ein 20er? Okay, dann will ich wissen, was ein 200er bringt. Oder ein 100er dann als nächstes. Ein 100er. Weiter weg hier. Und dann will ich wissen, was ein 1000er bringt, Leute. Das machen wir ganz zum Schluss. Wow, 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 wow. Okay, es laggt ganz schön. Hä, saugeil, da kann man auch richtig nice farmen. Weil das tut hier nicht die Dings kaputt machen zum Beispiel. Hier die Ores. Tut es nicht zerstören. Okay. Jetzt mal ein 200er TNT. Jetzt mal das hier irgendwo. Hier so. So. Barracuda. Alter. Alter, ich kann mich nicht bewegen. Junge. Was in drei Teufelsnamen ist gerade passiert? Also ich habe das 200er TNT gezündet, das ist mir klar. Okay, lass mal das hier probieren. Lass mal gucken. Ich kann mich nicht bewegen. Boah, crazy. Okay, das ist schon richtig hart. Boah, was? Okay, ich muss hier mal weg hier aus dem Gebiet. Mein PC. Was? Was? Das hat einfach mehr. Und den Berg. Wow. Wow, wirklich richtig krank. Ah, jetzt will ich wissen, was das Tausender macht. Und hier beim Villager-Dorf zünden wir das. Oh, das wird so nice. Das wird so nice. So. Let's go. Let's go. Oh, oh, ich habe ein ganz, ganz böses Gefühl gerade. Uiuiuiui. Bitte halt aus, PC. Bitte halt es aus. Okay, das Dorf ist nur so halb weg. Ich dachte eigentlich, dass es das Meer trifft. Alter! Boah. Seht ihr, was das hier für eine Sprengung reingemacht hat? Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja. Ich denke mal, das ist es, Leute. Wir haben jetzt mal ein paar TNTs ausprobiert. Falls ihr Bock habt, dass ich mehr solche Experimentvideos mache, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder um 14 Uhr beim weiteren Video. Checkt meinen zweiten Kanal aus. Da kommt nämlich jeden Tag um 16 Uhr ein neues Roblox-Video. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Da kommt ihr nämlich zu einem mega coolen neuen Gewinnspiel, Leute, was ich gerade am machen bin. Checkt es aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Oder rein, Leute. Es laggt. Okay, tschüss.